gegessen oder so und ich schiebe auch nicht gerade noch mein Mikro zurecht. So, jetzt. Wollte gerade nicht, aber jetzt. Es ist vor meinem Mund. Jetzt kann man mich erst recht hören. Hallo, ich habe gerade noch ein bisschen Folge 1000 beim Herr Ronk reingeguckt. Wie er als Taliban die Welt in die Luft gesprengt hat. Sah sehr unterhaltsam aus. Und nein, ich möchte keinen fremden Stream gleich hören, wenn ich auf Twitch gehe. Ich muss mir selber hier gerade noch ein paar Sachen zurechtziehen. Ich habe auch gleichzeitig noch gegessen. Und ich muss noch hier das Spiel ändern zu Rogue Legacy. Ist das schon drin? Ha, Twitch hat das noch gar nicht eingetragen. Darf ich das trotzdem dann reinschreiben? Sorry, don't. Wie schreibe ich denn? Welches Spiel schreibe ich denn dann rein? Was gibt's denn ähnliches? Roger Rabbit. Super, Spiel ist hier nicht drin. Dann. Was kann ich denn für ein Spiel reinschreiben? Gibt's irgendwie sonstiges? Toll, jetzt muss ich hier ein Spiel eintragen, was Twitch nicht hat. Ah, Binding of Isaac stimmt ja aber an sich nicht. Binding of Isaac? Hallo, Twitch? Achso, muss man wahrscheinlich die Binding schreiben. Ja, die Binding of Isaac. Aktualisieren. Dann trage ich eben Binding of Isaac ein. German Rogue Legacy Zombies Livestream. Aktualisieren. So, trage ich einfach das ein. Gut, dann haben wir das schon mal. Muss ich hier noch einige Sachen und Fenster schließen? Das Sammeln, habe ich das schon hochgeladen? Ne, ich glaube noch nicht. Habe ich die Folge schon hochgeladen? Fuck. Habe ich auch nicht. Ja, das. Doch, die lädt gerade hoch. Okay, das ist wunderbar. Die lädt gerade hoch. Ich wollte mich ja schon beschweren. So, das habe ich schon gespeichert. Das können wir speichern. Dankeschön. Das kann ich zumachen. Die kann ich auch erst recht zumachen. Das kann ich wegmachen. Und dann kann ich schon mal das Spiel suchen. Beziehungsweise erstmal die Spielstände suchen und dann wieder löschen. Saved Games. Weitestes. Nenne ich es einfach mal. So. Das ist mein Spielstand. Den habe ich jetzt zurückgesetzt. Und dann tue ich mir jetzt noch den Chat herholen. Und auch einblenden. Pop out. Und dann sollte ich ihn so schon einblenden können. Oder das? Ah, da ist er ja. Sollte der Chat sein, das sollte gleich. Ja, guck, da kommt schon der erste Spam. Yay! Da spammen sie alle los. Gut. Gut, dann haben wir das. Das ist ja schön. Steam schließe ich, glaube ich, während ich spiele. Schreibe mich da nur wieder Leute an, wo man es eh nicht sieht. Aber trotzdem, Skype ziehe ich mir auch darüber. Bisschen länger. Firefox Browser tue ich drüber packen. Open Broadcaster tue ich dahin packen. Und dann suchen wir noch das Spiel raus. So. Jetzt haben wir es ja langsam. So nach 100 Jahren, dass wir das Spiel mal starten können. So, das war die Fensteraufnahme. Habe ich die jetzt schon ausgelöscht? Ja, habe ich natürlich. Ich hält. Solltet jetzt gleich schon Musik hören, die viel zu laut ist. Also nicht wundern. Ah, ich habe sie schon runtergedreht. Wunderbar. Okay. Doch keine Musik, die zu laut ist. Eher zu leise ein bisschen. Dann lassen wir das Bild mal drin. So, nicht so riesig. Bisschen kleiner. Das packen wir einfach so ein bisschen über den Chat, wenn es passt. Ja, von mir aus streiche ich es auch ein bisschen. So. Und dann hinzufügen. Fenster. Lapp. Inneres Fenster. Na, guck mal. Da ist ja schon mal ein Spiel. Das können wir uns ja dann schon mal so hinziehen. Und schon seht ihr etwas. Und wir dürfen nochmal hier durch das
wunderschöne Tutorial durch. Oh, und meine ganzen schönen Fähigkeiten sind weg. Naja, gut, die sollten wir in relativ schneller Zeit wieder erreicht haben. Ich hole mir vielleicht später auch wieder Unterstützung via Minzy in Skype oder sowas. Mal gucken, wie ich gerade Lust danach habe. Aber erstmal spielen wir es einfach so ein bisschen vor uns hin. Das Spiel kostet, wenn ihr es vorbestellt, wird es euch 8 Euro kosten. Auf Steam wird es euch 10 Euro kosten, weil beim Vorbestellen zahlt man 10 Dollar und das wird umgerechnet auf 8 Euro. Bei Steam wird es einfach 10 Euro kosten, letztendlich wahrscheinlich, wie ich Steam kenne. Deswegen würde sich wahrscheinlich Vorbestellen lohnen auf der Webseite, falls ihr die Möglichkeit dazu habt. Ist ja immer so, dass nicht jeder die Zahlungsmöglichkeiten hat zum Vorbestellen. Ist das Spiel ein bisschen zu leise übrigens. Das könnte gut sein. Da müsste man sagen, ob das Spiel zu leise ist oder zu laut. Ich wäre, dass ihr das schöne Spiel hört. Zu leise. Ja, dachte ich mir. Das dreht dann eben hier ein bisschen lauter. Moment. Ist es so zu laut oder passt es? Ich glaube, ich drehe es noch ein bisschen leiser. So soll es passen. Könnt ihr ja mal sagen, ob ich jetzt lauter bin als das Spiel oder ob das Spiel mich in jeglicher Hinsicht übertönt. Passt. Okay, ich hoffe doch. Ich drehe es aber für mich wieder ein bisschen selber ein bisschen leiser. So. Jetzt warum sagen welche? Bisschen lauter. Ein paar sagen noch, sie wollen es lauter. Okay. Ich nehme es einfach hin. Und drehe es mal auf 35. So. Wenn das jetzt aber nicht laut genug ist, dann kriegt ihr Haue. Jetzt muss ich es hier wesentlich lauter drehen. So. Schauen wir mal. Jetzt ist es zu laut. Entscheidet euch doch mal. Ich denke, es ist auch ein bisschen zu laut. Ich drehe es ein bisschen leiser. Es geht ja um meine Stimme hier in diesem Stream. So, nehmen wir einfach ein Zwischending zwischen dem zu laut und dem zu leise und dann beschwert sich keine Welt mehr. Dropbox-Ding, wie kann ich dich schließen? Ach, nochmal draufklicken. Nein, jetzt kommt's wieder. So, ey, geh weg. Ah, okay, einfach daneben klicken. Ha. Hey, du. Stirb. So. Endlich können wir unsere Legende starten. Erstmal die Holzfigur verprügeln. Uff. Weak. It hurts. Try again. Do you even lift? That all you got? Weak. What did I do to you? Okay. Luke verprügelt. Wir schauen mal, wie weit wir kommen in unserem ersten Leben. Ja, Eska, ich beachte den Delay. Keine Angst. Den Delay-LP. Wie könnte ich den vergessen? Nein. Natürlich die Verzögerung vom Stream an sich. Schauen doch mal, ob wir gleich an diesem ersten Gegner sterben. Nein, wir haben es überlebt. Oh mein Gott, wir sind so ultra episch. Uns kann nichts mehr aufhalten. Nicht mal dieser Spiegel, der uns versucht zu attackieren. So. Du bist ja auch immer ein netter Gegner. Ach ja, in den ersten Räumen. Es ist übrigens in dem Spiel so, wie es mir erst ein bisschen später aufgefallen wird, ist im selber, bis wir noch selber spielen, die Gegner werden stärker, umso weiter wir im Schloss vorankommen. Also das heißt, dass jetzt Gegner zwar mit zwei Schlägen sterben, aber später leben sie um einiges länger. Eure Position ist doof. Böse. Dankeschön. So, ein schwarzes Skelett, das kenne ich nicht. Oh, um Gottes Willen. What the fuck? Ich kann immer wieder aus dem Spiel. Okay, warte. McRib heißt es. Okay. Wir haben es einfach mal jetzt im Fernkampf getötet. Das ist interessant, dass ich immer wieder mal Sachen finde, die ich noch nicht kenne. Wie zum Beispiel diesen riesigen Spiegel, der uns angreift und der Salos heißt. Wir lassen ihn. Wirklich. Ich möchte nicht den... Wow. Meinen Tod an einen Gegner, den ich nicht kenne. So. Tech. Plattformen sehen falsch herum aus. Die müssten doch gerade herum sein, oder? Ist das so gewollt? Ha, wir haben noch 2 AP. Okay, ich habe mich einfach umgebracht. Ich glaube, das war sinnvoller, als zu versuchen, hier in irgendeiner Hinsicht durchzulaufen. Nachdem wir schon so ein Super-Skelett getroffen haben. So, die ersten Tode werden eh schnell in Folge kommen. Was haben wir denn hier? Lady Stephanie. Lost Deaths, kann Crits landen.
Orbs Everywhere, Wurfaxt und Orbs Everywhere. Permavoided, every attack knocks enemy further. Dann nehmen wir den hier. Mit Hypergonner, diesem. Wir Feinde weg, weiter wegwerfen. Und kaufen uns natürlich erstmal unseren Schmied. Yay, wir haben den Schmied freigeschalten. So, Mana ab brauchen wir nicht. Wir gehen einfach direkt mal auf Leben. Einmal. So. Und schauen mal zum Schmied. Welcome, Hero. Maybe you can help me. I used to be the greatest blacksmith in all the lands. But one day, the minions of this castle attacked my smithy. I was able to escape with my life, but not before they stole all my blueprints. Without those blueprints, I can only make very rudiment items. Please give me back any blueprints you find, and I will make you the most amazing pieces of equipment at a price. Du kannst schon ein Schwert machen für 250, aber so viel Geld habe ich nicht. Tut mir leid. So. Ja, ja, hier, komm. Take my money. Verschwinde. Unser zweiter Versuch. Wir sind mittlerweile Level 2. Sind natürlich schon wesentlich stärker. Nein, sind wir nicht. Aber wir haben 10 mehr Leben. Das macht uns gleich zum Unsterblichsten. Muss unbedingt gleich 50 Sachen gleichzeitig kommen. Okay, warte, das ist dieses Auge, was nach mir ballert. So, dem erstmal ausweichen. Muss mich wohl erst wieder einspielen. Trifft mich ja gleich erstmal alles in den ersten Räumen. Wenigstens kriege ich schon mal ein bisschen Heilung. Huch. Erst die inneren, dann die äußeren, okay. So, dann ballert mal. Gehen wir nach hoch. So. So, gut, jetzt sind wir erstmal hier sicher. Da oben kann man rein. Kann wieder rein? Ich weiß es gerade gar nicht. Nee, da kann man nur als Kleinling rein. Leider. Kommen wir von der anderen Seite hin? Nee, ist genauso zu. Okay, wenn wir kleinwüchsig werden, könnten wir da rein. Andererseits ist uns der Weg versperrt. Scheiß Nebulax hier. Pokémon-Fakes. Komm. Die. Thank you for all your money. Zack. Die Axt ist natürlich eine sehr starke Anspielung an Castlevania, das kann man nicht anders sagen. Aua. Natürlich, dass sie getroffen werde, ist auch eine Anspielung nur. Man könnte es hoffen. Doch, jetzt brauchen die schon 3 Treffer. Stirb. Dankeschön. So, da oben ist nichts außer ein Kronleuchter. Deswegen verschwende ich nicht mein Leben. Da lang will ich auch noch nicht gehen. Was denn hier unten? Da wäre eine Kiste. Okay, dreh dich einfach spontan um. Habe ich kein Problem mit, lieber Charakter. Aber ich würde lieber gerne dort rund. Wie es mir so schwerfällt, ohne die Fähigkeiten. Den Doppelsprung und den Dash. Ich hatte mich davor schon sehr an die beiden Fähigkeiten jetzt gewöhnt. Das ist alles weg. Jetzt sind hier schon die roten Nebulax. Womit habe ich das denn verdient? Die sind unendlich stark. Ja, wie gesagt, unendlich stark. Nicht umsonst, sage ich das. Aber wir haben nochmal Geld geschnappt, ganz schnell, bevor wir verreckt sind. Und schauen mal, was haben wir denn hier? Sir Teddy, Sir Grey und Lady Henrika mit Gigantism und Tourette. Ja, die müssen wir doch nehmen. Das ist ja schon Zwang. Lady Henrika. Hier. So, erstmal Knight upgraden für das Schild. Dass die Paladine werden. Dass man Schild benutzen darf, eher gesagt. Und das oben ist, dass wir mehr Rüstung tragen können. Das nehmen wir auch gerne einmal hin. Dann holen wir gleich mal die Lady hier, dass wir die Verzauberung finden. Die sind mir wichtiger. Danke. Und den Magier machen wir auch direkt von unserem Geld zum Erzmagier. Wunderbar. Gott, sind wir riesig. Alles treffen. Hier können wir einen Helm und ein bisschen Rüstung machen. Darauf können wir auch gerne mal nach einem Tod sparen. Bla 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 bla. Das ist mir egal, was du sagst. Ich weiß, dass du Runen verkaufst. Und diese Rune möchte ich mir holen. Zumindest schon mal für den Anfang. Und den Doppelsprung auch. Also brauchen wir 350. Ich kann Mathe. So. Dann schauen wir doch mal. Vinci hätte Bock auf eine Werbung von mir. Jein, noch nicht. Gleich. Was bist du denn? Wir sind tot. Wir kommen an dem Viech nicht vorbei. Wir machen kaum Schaden. Wir kommen nicht ran und es schießt in alle Richtungen. Zudem sind wir so groß, dass wir nicht ausweichen können.
Im ersten Raum. Warum Spiel?